Heute wollen wir uns mal ein Klappmesser von Aktanon Werber von ANV aus der Tschechischen Republik anschauen, und zwar das Z100. Ein sehr gefälliges EDC-Messer, ja, das einen schönen Linerlock hat und wunderbar verarbeitet ist. Und ja, wir wollen anschauen, ob es das verspricht, wonach es ausschaut. Also bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann, schön, dass du dabei bist. Z100 aus der Tschechischen Republik, Aktanon Werber. Ein Flipper. Wir werden gleich einmal schauen. Sleipner Stahl steht da drauf. Ich habe in den letzten Kommentaren beim letzten Video, beim P300, das ich vorgestellt habe, oben bei mir klicken, erfahren, dass das irgendeine Art D2 Stahl ist. Ich weiß es nicht. Viele haben geschrieben, es ist super, andere haben gesagt, sie haben keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Was ich dir sagen kann, ist, dass das Messer gut angeschliffen ist, dass das gut funktioniert. Ich werde sie sowieso in den Langzeittest nehmen und dann werden wir sehen. Also eins kann ich dir schon sagen. Also das beißt schon. Das ist Buchenholz hier. Also ich muss schon einiges an Druck reinmachen, aber es beißt, es macht, was es tun soll. Ich habe mit dem Messer schon im Vorfeld ein wenig gearbeitet und muss eines klarstellen. Wenn du wirklich schnitzt, wird diese schwarze Beschichtung hier beim Schnitzen, die arbeitet sich ein wenig ab. Das merkt man. Ist das ein Problem für mich? Ist es das nicht, aber man sollte es ganz einfach wissen. Es ist ohnehin eher ein Everyday Carry, ein All-Day Carry Messer, das man einfach so mit dabei hat. Ich weiß, liebe Deutsche, es ist nicht 42A konform, weil es automatisch mit diesem Liner Lock hier arretiert. Tut mir leid, ist einfach so. Hier in Österreich ist uns das wurscht. Das passt einmal alles ganz gut auch. Es ist auf jede Art von Chimping, Gott sei Dank, verzichtet worden. Ich habe es so lieb, Aktanon Werber. Hier hinten abgerundet, Feuerstahlbedienung dadurch. An der Stelle, wo ich es normalerweise mache, nicht, das wird aus der Universalfeuerstahlhalter, nehme ich einen Feuerstahl raus. Und auch hier beim Swatch, der hier weiter vorne ist, ist auch nichts dafür gemacht. Aber da muss man jetzt fair bleiben. Ich weiß, dass es Leute gibt, für die das wichtig ist. Also für mich ist es auch wichtig als Bushcraft, Outdoor-Messer, aber das ist es nicht automatisch. Was ich damit meine, ist, dass wenn ich sage, das ist ein Outdoor-Bushcraft-Messer und dann macht es keinen Feuerstahl, dann ist es irgendwie ein Kass. Außer es ist ein Jagdmesser, ist wieder was anderes. Ja? Also Bushcraft-Messer und es kann nicht Feuerstahl. Aber das sagen sie ja nicht. Das Z100 ist ein idealer Begleiter. Sehr leicht, weil, ich mutmaße, du hast hier G10 Griffschalen und keinen wirklichen Liner, nur diesen kleinen hier, diesen Lock, ja, aber sonst haben wir hier nur G10 Griffschalen. Wenn man hineinschaut, sieht man natürlich, dass sich das etwas bis ganz nach hinten zieht, ist auch ganz klar, aber nur hauchdünn. Das meiste, was du hier hast, ist G10, extrem hart, extrem robust. Macht das Messer aber auch extrem leicht. Ich werde versuchen, dir einen Link, wo du es kaufen kannst, oder beim Hersteller selbst, gebe ich da unten den Link, schau dir das alle technischen Daten an, also das ist einmal super. Stahl, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ist der Sleipner Stahl. Der Sleipner Stahl, bei dem ist es halt so, beim letzten Video haben einige geschrieben, super, so D2 ähnlich ist voll cool, andere haben geschrieben, ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da ich sowieso in den Langzeittest nehme, wir werden einfach sehen, wie sich das Messer auf Dauer hält. Schön, wenn man jeden Tag mit drei Messern in der Gegend herumlaufen kann und spielen kann damit. Ja, mein Leben. Der Griff wird nach hinten etwas dicker, das bedeutet, das muss dir bewusst sein. Er beschränkt dich aber nicht. Ja? Es gibt keine Beschränkung, also auch für Menschen mit großen Bratzen, wie man so schön sagt, da gibt es nichts, was irgendwie unangenehm wäre. Du hast halt den Deep Carry Pocket Clip. Ja? Also das ist klar. Und den kann man auch auf die andere Seite montieren. Das wird hier, keine Klinge auf mich zeigen, kann man hier hinten umschrauben und abschrauben. Und das ist wirklich Deep Carry, weil, schau mal her, das ist gar nichts mehr. Das ist wirklich nichts mehr. Das ist dann einfach verschwunden, das Messer. Sehr leicht, sehr kompakt. Ich finde auch, dass hier an der G10-Schale hier, da ist eine kleine Fräsung mit dabei, optisch noch ein bisschen was hergibt, ein Lanyard-Loch, das groß genug ist, dass man es auch benutzen kann. Also mir gefällt das Messer. Mir gefällt das Messer, es ist ein netter Begleiter. Vielleicht eine Sache noch. Wenn du, weil Bushcraft, Survival, Reine und so Geschichten, ja, dann gibt es halt andere Messer, das ist ganz klar. Aber wenn du einen Begleiter suchst, der halt von allem alles irgendwie kann und kein Spezialist ist, dann bist du bei dem Messer richtig. Ich weiß nicht, ob es dieses Z100 auch mit einem anderen Öffnenmechanismus gibt. Das bedeutet, dass er vielleicht nicht arretiert, beziehungsweise ohne Flipper, also dass er ein Zweihandöffner ist, das weiß ich leider nicht. Geh auf die Webseite von ANV und schau dir das ganz einfach an. Übrigens, ich bin von denen nicht gesponsert, die haben mir die Messer einfach nur geliehen, ja, für die Zeit jetzt. Ich habe keinen Werbevertrag oder sowas, ja, ich möchte das noch einmal wirklich festhalten.
es interessiert mich einfach, ich will einfach unterschiedlichste Messer ausprobieren. Eine Sache vielleicht noch. Das mit dem Schnitzen, dass man diese Abdrücke hier sieht, das muss da einfach bewusst sein. Aber wenn du niemals Holz schnitzen wirst, sondern einfach das Messer nur als klassischen, ja, ich habe das halt einfach mit dabei in der Stadt, wirst du das Problem eh nicht haben. Und vielleicht noch eine Sache. Ich kenne andere Messerhersteller, auch namhafte europäische Hersteller, bei dem hier schon die halbe Beschichtung runter wäre. Also es zerkratzt einfach. Das bedeutet für alle Messersammler, denen das wichtig ist, kein Holzschnipseln. Und wenn du sagst, mir ist das wurscht, das ist ein Gebrauchsgegenstand, dann wird es da eh wurscht sein. Ich möchte das nur immer wieder dazu sagen. Wir haben das nämlich im Shop, dass wir beschichtete Klingen haben und anbieten. Und da gibt es dann zwei Kategorien von Kunden. Die einen, denen das vollkommen egal ist, wenn das runtergeht, und andere, für die das nicht egal ist. Und daher sage ich es einfach dazu, damit du einfach weißt, was du hast und woran es liegt und sowieso und überhaupt. Und aus jetzt mit dem Thema. Das war's. Schreib mal einen Kommentar, was du von dem Messer hältst, was so deine Meinung dazu ist. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und dann nach einiger Zeit noch einmal ganz einfach meine Erfahrungen mit dir teilen. Es taugt mir einfach aus dem Grund, weil es keine Ecken und Kanten gibt, die irgendwie unangenehm wären. Es ist kein Chimping mit dabei, wie wenn die das für mich gemacht hätten. Ich habe es mir aber auch deswegen ausgesucht. Das war's, kennst du eh und wie. Schreib mir gerne einen Kommentar sowieso. Und überhaupt, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, zum Beispiel unseren All-Day-Carry-Scheiden bzw. Universalhalterungen oder eben den Irbis, da sage ich auch danke dafür. Dein René Rossmann und ciao, ciao.